Die Kette ist runter. Ist schon nicht ohne. Yo. Yo, willkommen zurück beim neuen YouTube-Video. Heute sind wir im Bischofsmais mit dem 35 Euro eBay-Bike und wir werden das jetzt ordentlich senden. Ich hatte ja letztens einen Sturz. Alter! Oh. Alles gut? Ich habe irgendwie kurze Nacht auf die blöde Idee, einfach dieses viel zu geile Fahrrad zu schnappen und damit nach Bischofsmais zu fahren. Und hier sind wir jetzt. Es ist echt niemand hier, gell? Wir starten jetzt mal mit dem Flow Country, würde ich sagen. Danach werden wir mal zu den härteren Sachen übergehen. Ich hoffe, das Rad lebt dann noch. Und. Oh, ja, passt. Was auch Flow sonst. Country. Wir machen jetzt einen Vorher- und Nachher-Check. Hat letztes Mal echt gut überlebt. Leichter Achter. Okay. Die zwei Finger-V-Brakes. Ding wird es vielleicht heben. Vielleicht auch nicht. Hoffen wir. Ja, passt. Du hast keinen der Hund. Mein Kollege möchte es auch mal probieren. Wir machen jetzt einen Fahrradwechsel. Bist du ready? Ready, yes! Wir sind jetzt hier an der Beautiful Downhill Strecke. Man kennt es, wenn man hier schon mal war. Steinfeld und danach ein Jump. Wir sind ja da, um die Grenzen dieses Fahrrades auszutesten. Boah. Boah. Und so soll es aussehen. Alter, das war so knapp. So viel zum Thema, die Bremsen funktionieren, Mann. Ohne Witz, Alter. Fahrrad wieder einsammeln. Sogar den Ständer hat es runterklappt. Die Bremsen, ja, einigermaßen gehen sie. Das Teil hat irgendwie übelst den kranken Pop, hätte ich nie gedacht. Echt interessant mal zu sehen, wie weit man mit so einem Rad fahren kann. Oder fliegen kann. Oder whatever.
Boah! Jetzt, Bro! Boah! Boah, Alter! Puh, Mutprobe. Spike fliegt ja so gut. Ist schon nicht ohne irgendwie ein bisschen Schiss. Aber ich roll jetzt einfach mal an. Ja gut, soll schon gehen. Das war geil. Junge, ich hab die Finger weg, weil die Griffe sich so mitdrehen haben, Alter. Und danach habe ich bremst. Ich hab gedacht, das Rad schießt jetzt hier drüber. Da kannst du einfach No-Hander machen, Alter. Komm! Ist das voll Bremsen? Ja! Oh nein, meine Klinge, du hast meine Klingel abgerissen! Oh nein! 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 Nein. Draufstecken, ne? Also! Neue Challenge! Wir sind oben an der Hugo First Eagle Eye. Was weiß ich, wie es heißt. Und wir fahren jetzt das Skinny-Brett. Boah! Ah, ich komm nicht hoch, Alter, die Kette ist runter. Yeah! Wir haben einen ersten technischen Defekt. Leider. Und der ist richtig gravierend. Kette ist runter. Schlimmer geht's ja gar nicht. Unglaublich. Das Fahrrad läuft, läuft. Letzte Challenge. Letzte Challenge. Ich würde sagen, dieser Anlieger, der möchte es halt auch nochmal richtig wissen. Und der Hinterreifen. Da werden wir es uns jetzt mal richtig geben, ob ich da brappen kann mit dem Rad. Ein letztes Mal. Mein Kollege macht das auch nochmal. Nachdem das Fahrrad ja immer noch ganz ist. Das gibt's ja nicht, ey. Ey, das Ding ist, glaub ich, gebaut für die Ewigkeit, ey. Ich sag's dir, Mann. Boah! Wir haben jetzt nochmal einen neuen Spot gesucht. Und anscheinend ist nach mir schon ein bisschen Luft raus. Also wir haben tatsächlich einen Schleicher jetzt. Jetzt müssen wir schnell machen. Wir haben jetzt nochmal eine geile Kurve. Und da hauen wir jetzt so richtig, richtig ein, würde ich sagen. Da hauen wir so richtig ein jetzt da. Ja, dann! Aufpassen! Okay, jetzt haben wir wirklich einen Platten. Jetzt zischt. Hammer! Jetzt zischt. Nein! Oh, schade. Jetzt ist er durch. Aber hey, ohne Spaß. Ich würde es wieder kaufen. Ah, hat es nur ein bisschen. Junge, voll aufgeschlitzt. Ja, Fahrrad ist durch. Schön war's. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ja, alles was ich sage ist German Lightweight Engineering. Also wirklich 35 Euro und so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Okay, kommen wir zum Nachher-Check. Was ist alles kaputt gegangen?
Also wir fangen an mit dem Mantel. Den hat es ordentlich zerberstet. Alter, da kannst du gleich zwei draus machen. Schlauch natürlich platt, die Schleicher. Dann Kurbel wackelt. Sattel ist verdreht. Griffe lassen sich jetzt irgendwie abziehen. Ja. Die drehen sich. Bremse geht da irgendwie auch nicht mehr richtig. Ja, also würde sagen, können wir als Neurads verkaufen. Nur Home Trails. Peace out.